Ich schwebe. Ich kann fliegen. Ich kann durch Wände und Türen gehen. Ha! Die Kamera funktioniert. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommen Seth und Case den Netzhardscan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Cheater, genau. No clip. Ich habe auch noch so eine Kamera hier rumfliegen. Du bist am Zug. Also, ohne Spionagegedöns. Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Okay. Juhu. Was mit dir? Digga. Molly machen, ne? Ja, Linton. Meeting the Future. Ja, deine Zukunft wird noch ganz lustig werden, Digga. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Danke. Was ist? Da drin sind Sie fast fertig. Nur zur Info. Viel Spaß. Danke. Ich bin doch nur für ein Attentat hier, das passt. Ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Er hat ein Team gebildet, um euch drei zu finden. Und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt? Vergiss Suspendierung. Livingston wird euch lebendig begraben. Es war schön, dich zu sehen. Wir treffen uns bald. Halte dich an den Plan. Finde Chef. Da bist du ja. Komm zu mir an Tisch 14. Warte mal. Steht da Clinton? Nee. Oder? Doch, hihi. Billy! Kann ich da hoch? Nee. Billy Boy! Okay. Na, alleine hier. Geil gemacht, auf jeden Fall, ja. Das ist ja immer das Geile bei Call of Duty. Die geben sich richtig, richtig Mühe. Oh, man kann noch zoomen. Hola, chica. Ich habe kein klares Motiv. Oh, ich schon. Siehst du den, ja, der mit Gouverneur Clinton spricht? Sag hallo zu Senator McKenna. Nutze die Kamera, Case. Ah, okay, vom Nahen doch nicht so gut, ne? Oh. Oh. Alter. Und wie viel? Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nur ohne seinen Sicherheitsdienst. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier, nimm das. Galakarte. Seth hat verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, den Netzhautscan des Senators zu erhalten. Nutze die Galakarte, um die unterschiedlichen Wege zu entdecken und zu verfolgen. Sie wird beim Erkunden mit Informationen gefüllt. Ja, cool. Ich habe nachgeforscht. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dich nah genug für den Netzhautscan heranzubringen. Ja, stimmt, der Buchs, der Papst im Kettenhemd. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Hallo? Achso. Muss was markieren. Gehen wir erstmal. Oh, geheime Affäre. Senator McKenna und seine Frau Miriam haben sich gestritten und seitdem meidet sie ihn.
Rede an der Bar mit ihr und finde heraus, ob du ihren Streit ausnutzen kannst. Oh ja. Das tue ich. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Okay. Warum hast du die Garderobe eingekreist? Als der Senator eintraf, gab ihm ein Kellner eine Notiz. Was immer es war, hat McKenna die Laune verdorben. Er zerknüllte den Zettel und steckte ihn in seine Manteltasche kurz bevor er reinging. Wenn wir diesen Zettel haben, können wir die Info sicher zu unserem Vorteil nutzen. Was hatten die für eine Narbe auf dem Dekolleté? Kann man das auch fragen? Wer ist dieser Amato? Ihr Amerikaner würdet ihn Fixer nennen. Er räumt für eine der fünf Familien von New York City. Blöder Fixer. Ich habe schon für ihn gearbeitet. Seit ich hier bin, hat er den Senator im Auge. Nicht auf die nette Art. Vielleicht findest du raus, warum. Könnte für beide Seiten von Vorteil sein. Mhm. Was ist mit McKennas Frau? Senator McKenna scheint häusliche Probleme zu haben. Er hatte wohl Streit mit seiner Frau. Jede Menge gezwungenes Lächeln. Sie stürmte davon, hat auch nicht mehr mit ihm geredet. Hat ihren Ärger an der Bar ertränkt. Vielleicht solltest du ihr ein offenes Ohr leihen. Oh ja. Danke, Seth. Ich überlege mir was. Dein Auftritt, Jess Burke. Feinde können mit der Spionagekamera markiert werden, wodurch du ihre Positionen ständig überwachen kannst. Okay, 4 und dann rechte Maustaste. Okay, dann machen wir mal ein paar Bilder. Ist jetzt schon markiert? Anscheinend. Hm? Hallo? Jetzt. Was mit dir? Okay. Ich mag lieber Katzen. Sydney hier hat einen guten Stimm. Ah, hier geht die Party. Du bist es. Die rote Zora. Ein Journalist. Hat Ihnen niemand gesagt, dass mein Mann und ich keine Interviews geben oder Fotos machen? Aber Sie sehen toll aus. Können Sie Ihren Mann für ein Foto holen? Das ist mir völlig egal. Ich habe heute Abend Zugang zum Senator. Na, Sie sehen toll aus. Da gehen die Millionenspenden hin. Ja, ja, genau. Und eine Sekretärin. Ich bin seine Frau. Auch wenn er das gelegentlich vergisst. Mhm. Inoffiziell. Ich habe eine gewisse Spannung zwischen Ihnen und dem Senator bemerkt. Eine einzige negative Schlagzeile kann den Ruf des Senators... Komm, wir wollen zum Ziel kommen. Wie amüsant. Also was oder mit wem's mein Mann tut, ist wohl kaum ein Geheimnis. Wenn Sie zum Senator wollen, folgen Sie der Sabberspur bis zu dem hübschen Ding, das halb so alt ist wie er. In der Auktionshalle. Da war seine Assistentin zuletzt. Die Assistentin könnte unser Ticket. Ja, was ist mit uns? Das ist Anne Johansson. Nicht mein Typ. Aber ich verstehe, warum der Senator sie mag. Ja, Kreuz schieben, ne? Einmal geht, ne? Das kann man machen. Oh, hier. Da ist er. Ganz unauffällig. Oh, eine Stradivari. Hallo? Nutze das Mikrofon an deiner Kamera. Tu, als würdest du Fotos machen. Da drüben, McKennas Assistentin. Sie und ihr geheimnisvoller Freund scheinen ein ernstes Gespräch zu führen. Ton ist gut. Denk daran. Bleib im Fokus. Das Risiko ist mir egal, aber nicht die Belohnung. Wir kriegen dein Geld. Ich sage dir, wenn wir die Wahl erwarten, können wir viel mehr aus ihnen rausquetschen. Und ich sage dir, dass seine Frau von mir weiß. Wir könnten viel mehr
erwarten. Schau, wenn wir ihm heute Abend vom Tape erzählen, kriegt er Panik, wird alles zahlen. Aber wenn wir jetzt nicht zuschlagen, bekommen wir nichts. Vertrau mir einfach. Hier, nimm das Parkticket. Hol das Tape aus dem Auto. Gut. Ich hole es in ein paar Minuten. Einen Senator mit Sextapes zu fressen? Es geht nichts über die Klasse. Holla. Ein Tape, die Ferkel. Damit haben wir ein gutes Druckmittel gegen McKenna. Schnapp dir sein Parkticket und die Autoschlüssel. Dann hol dir das Tape. Geh. Lass mich gehen. Ich möchte auch das Mädchen beobachten. Okay. Sobald du das Ticket hast, bring es zum Parkservice draußen. Ist er raus? Wahrscheinlich, ja? Warte mal, Map. Stage. Ah. Ach, da steht er. Na, Digga. Oh. Na. Nicht auffällig, wenn ich so nah vor dir stehe? Okay. Gehen wir in den gesperrten Bereich. Oh, 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 ja, sorry. Entschuldigung. Ja. Gut. Halten Sie sich von Ärger fern. Nur mal kurz markieren. Einen gruseligen Blick. Er hier. Okay, schnell. Tudum. Jo, ich muss mal kurz raus. Soweit ich das beurteilen kann, stecken wir mitten in einer Rezession. So. Bringst du mir das Auto? Ja. Ticket? Hey, ich muss was aus meinem Auto holen. Ich würde nicht zu lange draußen bleiben. Bitte sehr, Sir. Sagt der, der die ganze Nacht draußen bleibt. Nee. Komm, links oder rechts? Kannst du vielleicht die Hupe betätigen? Mustang. Schön. Will ich rüber? Nein. Moin. Beautiful. Ach, haben sie keine Lizenz gekriegt? Haben sie ihn leicht verändern müssen? Eieieiei. Kofferraum war aber schon offen, als er gedrückt hat. Hey. Was machen Sie an meinem Auto? Hey. Genau das. Security ist auf dem Weg zu dir. Tauch unter und bring das Tape zur Frau des Senators. Ich hab gar nichts gemacht. Viel Glück mit dem Netzhaus-Scan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel. Gucken, wie ich zu der Lady hinkomme. Schubidu.
Schenk mir nach, ja? Na? Ja. Was jetzt? Johansson will ihren Mann erpressen. Ich habe ihr Video. Ihr Mann fickt seine Assistentin und sie hat es aufgenommen. Wir nehmen das zweite. Bitte nicht so vulgär. Sie erzählen mir das wohl kaum grundlos. Was wollen Sie von mir? Ich will nur den Senator fotografieren. Ein Foto mit Ihrem Mann oder ich schicke dieses Band an die Boulevardpresse. Ne, ich will nur den Senator fotografieren. Und Sie wollen wirklich nur das? Ich brauche nur ein paar Minuten. Könnten Sie wohl Miss Johansson beschäftigen, bis ich zurück bin? Oh ja, das kann ich. Mal gucken. Nicht, dass der breite Mann da wieder kommt. Siehst du mich? Nein. Sorry, aber dafür würde ich niemals 60 Riesen ausgeben. Wofür dann? Was? Der Senator spricht heute nicht mit der Presse. Und ab jetzt habe ich Feierabend. Also, ruinieren Sie anderen den Abend. Ja, sei noch unfreundlicher. Es scheint, als hätten Sie ein Druckmittel gegen McKenna. Ich habe dein Video gefunden. Ich werde es einer sehr interessierten Partei geben. Mrs. McKenna lässt sich nicht gerne erpressen. Wir machen das so. Es scheint, als hätten Sie ein Druckmittel gegen McKenna. Bin ich wohl schuldig? Erpressung ist ein Verbrechen. Ein schweres sogar. Erpressung von Senatoren ist nicht gut für Ihre Karriere. Eine haltlose Anschuldigung. Sie wissen nichts. Sie denken sich nur Schlagzeilen aus, Sie Schmierfink. Das ist Verleumdung. Sie hören von meinem Anwalt. Oh, ich bezweifle, dass dies hier offiziell werden soll, Miss Johansson. Miriam, bitte. Ich hätte das Video nie wirklich veröffentlicht. Ich wollte nur etwas Geld dazu verdienen. Ist nichts Persönliches. Cool. In der Politik ist alles persönlich. Als ob ich nicht wüsste, was unter meinem Dach vor sich geht. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre, ich habe nichts als Respekt vor dir und deinem Mann. Mein Mann, Gott behüte ihn, ist ein Idiot. Aber er bekommt Stimmen. Ein nützlicher Idiot. Sie hingegen. Ah! Nix. Was zum Teufel? Ich nehme sie. Alles gut. Miriam, ich nehme sie. Bitte. Nicht. Was soll ich nicht, Liebes? Jason, ich glaube, Miss Johansson hat zu viel getrunken. Bitte helfen Sie ihr raus. Na, war doch nett von mir, oder? Und zu Ihnen. Deal ist hier bin Deal. Ich. Ab in den Wellen, genau. Oh, was kann ich dir denn alles geben? Okay, ich bin da. Worum geht's hier? Ich habe wieder mal deinen Dreck beseitigt. Wie immer. Oh. Leider brauchst du eine neue Assistentin. Vielleicht einen netten jungen Mann? Das hätte ich selbst klären können. Ich habe ein Foto versprochen. Wärst du vielleicht so nett? Wie sie damit umgehen. Genau, Brille aus. Investigative Sorgfalt. Genießen Sie den Rest Ihres Abends und setzen Sie Ihre Drinks auf die Rechnung meines Mannes. Carpe diem. Der Scan ist gut. Gute Arbeit, Chase. Zeit für das Dach. Vertrommel, Brudi. Okay. Die Dachtreppe ist auf deiner Dann müssen wir mal. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Vielleicht können wir rechts rum vorbei. Oder sonst hier irgendwo rein. VIP-Bereich. Die Grotte. Ist auch nicht besser hier.
Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wie soll das denn gehen? Kann ich hier? Oh, oh. Ja, jetzt hat er mich leider gesehen. Tü-tum. Zu machen? Nein. Eis. Oder das Sauerstoffzelt von Michael Jackson. Wir sind ja noch 1991. Da. Denk an Marshalls Worte. Lass dich nicht sehen. Da war da noch einer. Wo muss ich denn hin? Wenn ich das wüsste, ne? Könnte ich entsprechend... Ich kann den erstmal platt machen hier. Gute Nacht. Na komm, schmeißen wir mal da runter. Okay. Keine Knarre fallen lassen. Och Leute. Okay. Da steht einer. Da auch. Okay, dann muss ich mich von hinten anschleichen. Von hinten. Er läuft weg. Ist cool. Bist du schon am Technikraum? Dear me. Stimmt, vom Dach werfen. Ja, dann bin ich aber wieder. Na, ich muss ja weiter, oder? Noch einen? Du hast schon meine halbe Schachtel geraucht. Ja, schon. Ich höre morgen auf. Wo wollt ihr denn, dass ich hingehe? Das wäre... Oh. Kann ich nicht hier markieren? Naja.
Ja, eine Map oder eine Anzeige in welche Richtung wäre nett. Ah, da, vielleicht. Diese Tür. Wir sind fast da. Da oben noch welche. Im Raum findest du eine Luke an der Wand. Sie führt in den Aufzugsschacht. Okay. Was das denn für ein Rohr? Nimm die Hände hoch. Langsam. Hab einen 10-14 in R1. Benötige Verstärkung. Hey, das ist nah genug. Nicht einen Schritt weiter. Haben wir hier ein Problem? Sir, ich habe gerade... Warum lässt du uns das nicht? Aha. Ich gehe kein Risiko ein. 10-22, das hat sich erledigt. Verstanden. Nimm die andere Stimme, fällt aber nicht auf. Okay, jetzt kriege ich meinen Spider-Man-Anzug. Na bitte. Mann. Ich halte Wache, bis ich von euch beiden höre. Bist du bereit oder nicht? Ja. Viel Spaß. Okay. Ja, Waffe ist ein gutes Zeichen. Das stimmt. Sauber und leise. Niemand nimmt Schaden. Rein, Adler holen. Raus. Los geht's. Kein Zurück mehr. There's no easy way out. Zum Scanner Case. Ich habe das Infrarotbild verstärkt, damit es die Kapillaren auf der Netzhaut des Senators hervorhebt. Die Auflösung. Das war eine gute Idee. Scheiße. Oh. Wir sind nicht die Ersten. Sie kannten unsere Zeitpläne. Fing an zu schießen. War sicher Pantheon. Du hast die Wahl, laut oder leise. Ich gehe zur Security und schau, womit wir es zu tun haben. Wenn du drauf losfahren willst, schätze ich dich. Deine Entscheidung. Brenzlige Situation, Klaus. Mehrere Ziele. Geiseln. Sei vorsichtig. Okay, leise ist keine Option mehr. Hörst du auf, mit Granaten zu werfen? Meiner.
Marshall, sag doch Bescheid, wenn du rumrennst. Ist ja froh, dass hier Friendly Fire kein Thema ist. Verbarrikadiert. Such einen Weg drumherum. Gib Zahlen ein und drücke die Entriegelungstaste, um mögliche Kombinationen auszuprobieren. Oh, wie bei Mastermind. Das Schwarzlicht kann einzelne oder mehrere Fingerabdrücke auf den entsprechenden Tasten hervorheben. Schwarzlicht ist rechts. Also 1, 2, 8. So, dann würde ich sagen. Also die 2 auf jeden Fall doppelt. Was ist mit dem Raum links? Hallo? Ah, oh. Warte. Zurück. 1, 2, 8. 2. Enter? Nee. Hä? Oh, oh. Gar nicht so blöd. Okay, dann ist es 8, 2, 8, 2. Nee. 2, 2, 8, 2. Ah, die 9 ist ja auch noch. 9, 2, 8, 2. Bam, Alter. Hä? Such nach möglichen Wegen auf die andere Seite. Wartungsschächte, Lüftung, irgendwas. Tür aufmachen oder soll ich die... Vier Stück. Ich auch. Oh ne, ich werfe mit Messern. Das ist nicht gut. Hä? Jetzt habe ich hier mal reingerannt. Ja, sorry.
Marshall, du scheinst den Weg zu kennen. Und der Adler ist dahinter. Felix, die Schlösser gehen auf, wenn wir den Sicherungskasten sprengen? Wenn die Pläne stimmen, dann ja. Mal sehen, ob dein Hightech-Spielzeug das hinbekommt. Zeit für die Bombe. Eine Kamera? Oh. Buggy fahren. Ich habe einen Kurzstrecken-Taser installiert. Nicht stark, aber er kann Ziele betäuben. Case, da ist der Adler. In der Zelle. Wie lange brauchen die da drin noch? Keine Ahnung. Aber am Eingang. Kann ich noch weiter? Ja. Gibt's auch Licht? Nee. Warte mal. Kann man hier von oben Schabernack treiben? Nee. Warum ist er offen? Was war das? Vielleicht gibt es Ratten hier unten. Geil, wie Micro Machines spielen. Da steht jemand. Nee. War eine Lampe. Na, Digga. Der Sicherungskasten ist an der gegenüberliegenden Wand. Rechts neben der Tür. Such nach einem roten Licht. Bester. Hat das noch jemand gesehen? Alles klar. Hab ein Geräusch gehört. Oho. Okay, Geschwindigkeitsschub ist laut. Hier ist alles gut. Gehen wir zurück. Verstanden. Geh. Okay. Der Sicherungskasten. Vermutlich. Hilf mir mal! Tadun. Los, los! Wohl erreicht. Er glaubt, dass du es wert bist. Hoffentlich stimmt's. Seth, haben das Paket. Gut, nicht wieder auf da. Schnell, wir haben ungeladene Gäste. Sorry. Bist du bereit? Oh, Sonnenbrille. Sonnenbrille nicht vergessen. Pantheon stürmt Capital Station. Sie sind euch auf den Fersen. Was jetzt? Wir kommen nur durch den Aufzugsschacht raus. Die Verstärkung holt uns ab. Was ist das? Wenn du einen Stromschlag. Oh, hier guck. Ja, der verträgt was. Kitzelt.
Okay. Marshall ist mir immer einen Schritt voraus, ne? Hopp, rüber. Oh. Oh, oh. Da hat er mir auf die 12 geboxt. Marshall, oder? Ja. Sniper. Alter. Durch die Wand geglitscht. $10 für jedes Mal, wo ich diesen Satz gehört habe. Du bist ungeschützt. Okay. Waffe. Was denn? Leute, wo seid ihr? Ich glaube, wir müssen hier lang. Wurfmesser. Jawohl. Oh, damn, boy. Mit einer fucking Chaingun. Der von Fallen weg, ja. Oh, fuck, Alter. Shit. Was mache ich, Sache? Könnte ich aber noch mal Munition gebrauchen. Durch die Wartungsluke. Ihr zwei zuerst. Ich helfe euch hoch. Ich komme. Komme. Warte. Ich hab grad Keks zu mir gesagt. Ich bin doch kein Keks. Hui, ich bin ein Vogel. Das Schlimmste ist geschafft.
Wohl doch nicht. Nach oben. Wir nehmen nur die Touri-Route. Auf geht's. Okay. Du hast vorhin was von Verstärkung gesagt. Wer ist so verrückt, die Nummer hier durchzuziehen? Okay. Coole Waffen. Oh, schnell, ich höre sie schon. Weiter. Weiter, Leute. Sind Treppen, Leute. Okay. Haltet die Augen offen. Und Treppen führen nach oben. Ein Loading Gate. Meine Waffen? Okay. Ah, oh, nimm die Knarre. Vergesst vorne. Jeder uniformierte Schläger in DC wartet auf euch. Versucht den Ausgang. Könnte frei sein. Der Treffer ist dort. What? Dafür die Hand genug Leute geschickt. Siehst du sie?
Alter. So gut wie raus. Los. Oh, Minigun. Gar nicht. Hier sind überall Cops. Wir können nicht zu euch. Motorräder. Wir fahren Motorräder. Habt ihr gesprengte Ketten gesehen? Ja, wir fahren Motorräder. Wir schon. Wenn wir sie nicht überrumpeln können. Ja, und ich? Lauf? Ah. Oh, wie cool, oder? Geile Action. So habe ich das erwartet von Call of Duty. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Aber ich sehe keine bessere Option. Mir geht die Munition aus.